Hallo zusammen. Heute schauen wir eine Klausuraufgabe aus dem Jahr 2014 über das Thema Geschwindigkeitsgesetz und Reaktionsordnung. In dieser Aufgabe sind eine Reaktionsgleichung von A, B und C und eine Tabelle gegeben. In der Tabelle stehen mehrere Reaktionen mit ihren Anfangsgeschwindigkeiten und verschiedene Anfangskonzentrationen von A, B und C. Die Reaktionen werden durchnummeriert, damit wir später besser verstehen können. Das Geschwindigkeitsgesetz hat die Form wie hier. Die Reaktionsgeschwindigkeit R ist gleich die Geschwindigkeit Konstante K mal die verschiedene Konzentration von Substanzen und ihre entsprechende Reaktionsordnungen A, B und C. Unsere Aufgaben sind, die Reaktionsordnungen A, B und C zu ermitteln und anschließend das Geschwindigkeitsgesetz wieder zu formulieren. Wir fangen mit der Reaktionsordnung A an. Um A zu bestimmen, brauchen wir eine konstante Konzentration von B und C. Das ist dann die zweite und dritte Reaktionen. Wir ermitteln zunächst die Konzentration Änderungsfaktor von Substanz A in beiden Reaktionen. Das ist dann 0,2 mol pro Liter durch 0,45 mol pro Liter. Damit erhalten wir einen Faktor von 4 durch 9. Währenddessen bleiben die Reaktionsgeschwindigkeiten in beiden Reaktionen gleich. Das ist die Faktor 1. Das heißt, dass die Reaktionsgeschwindigkeit hängt nicht von der Konzentration von Substanz A ab. Damit schließen wir, dass die Substanz A eine Reaktionsordnung von 0 hat. Um B zu bestimmen, machen wir die gleichen Dinge, wie wir in der letzten Folie gemacht haben. Jetzt brauchen wir aber die Reaktionen 1 und 4. In diesen beiden Reaktionen bleiben Konzentrationen von A und C gleich. Wir ermitteln die Konzentrationsänderungsfaktor von Substanz B und bekommen wir einen Faktor von 3. Wir machen die gleiche für die Reaktionsgeschwindigkeiten in beiden Reaktionen und bekomme auch einen Faktor von 3. Das heißt, dass die Reaktionsgeschwindigkeit ist proportional zu der Konzentration von B hoch 1. Die Reaktionsordnung von Substanz B ist dann B1. Die gleiche Geschichte gilt für die Bestimmung der Reaktionsordnung von Substanz C. Hier brauchen wir die Reaktionen 1 und 2, wobei die Anfangskonzentration von A und B gleich bleiben. Die Konzentration von C ändert sich um den Faktor 3 halber und die Reaktionsgeschwindigkeit ändert sich um den Faktor 9 Viertel. Da 3 halber zum Quadrat 9 Viertel ist, ist die Reaktionsgeschwindigkeit proportional zu der Konzentration von C zum Quadrat. Deswegen hat sie eine Reaktionsordnung von 2. Jetzt setzen wir die Reaktionsordnungen in dem Geschwindigkeitsgesetz. Was fehlt noch, ist unsere Geschwindigkeitskonstante K. Um K zu bestimmen, wählen wir eine Reaktion von unserer Tabelle hier unter. Ich habe die erste Reaktion gewählt und das ist dann 0,00675 mol pro Liter mal Minute ist gleich K mal die Konzentration von A hoch 0, mal die Konzentration von B hoch 1, mal die Konzentration von C zum Quadrat. Und am Ende bekommen wir unsere K-Werte von 0,074 Liter zum Quadrat durch mol zum Quadrat mal Minute. Und wir setzen unsere K-Werte in unser Geschwindigkeitsgesetz und bekommen wir dieses Endergebnis hier. Und jetzt sind wir fertig mit unserer Aufgabe und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.